Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Part von Story of Seasons, A Wonderful Life. Wir sind im Sommer, im dritten Jahr. Ich habe zwar gestern geschafft, im letzten Part noch die Tiere, also die Pflanzen zu gießen, aber halt nicht die Tiere, ne? Also fertig zu machen. Das war zweimal zu melken, das war ein bisschen ungünstig. Aber okay, damit müssen die jetzt leben. Aber ich frage mich, warum gerade meine Hühner keine Eier legen. Ich habe jetzt seit ein paar Tagen keine Eier hier gefunden. Muss ich mir Sorgen machen? Ja gut, ich knuddel die jetzt nicht so, ne? Aber ich meine, die fressen ja auch wie die Kühe hier draußen. Das werden die doch wohl hinkriegen. Oh, meine Ziege schläft. Voll süß. Wach auf. Tick nicht rum. Gehen wir erst zu Annika rein. Annika kriegt bald ein Lämmchen. Annika kriegt bald ein Lämmchen, muss extra gefüttert werden. Na, Annika? Wollte jetzt nicht mit dir reden. Annika wird in ein paar Tagen gebären. Ja, Annika dürfte mal bitte kurz da weggehen. Dankeschön. Und damit ich ihr das Viehfutter reintun kann. Springen. Jetzt gucken wir mal, ob Sasu jetzt endlich mal aufgestanden ist. Es ist auf jeden Fall aufgestanden. Es ist auf jeden Fall wach. Obwohl es echt böse aussieht. Aber hier sind auch keine Eier oder so. Das ist so niederträchtig. Wo sind die Eier? Genau. Ja, ihr habt hier drinnen nichts, aber ihr frisst ja draußen. Oder nicht? Wenn ich dich jetzt schüttle, kommst du was runter? Nee. Dafür sind sie jetzt nicht groß genug. Habe ich eigentlich neues Wasser geholt? Ich weiß es nicht. I don't know. Bin Mates am Sprießen. Wenn man schon nicht mal mehr weiß, was man alles gesät hat, ne? Ich werde auf jeden Fall nachher noch was essen müssen. Also ihr seid auch noch nicht so weit. Ich bin Marte. Und was hast du? Heckrübe. Na gut. Brrr, habt ihr das gehört? Brrr. Ich hab Hunger. Ja, okay. Sättigung und Ausdauer unten. Jetzt will ich mal was gucken. Was hatte ich hier? Hier hatte ich Trauben und Bananen und hier Trauben und Orange. Okay. Davon nehme ich mal drei weg. Weil Trauben und Orange finde ich jetzt nicht so. Dann hätte ich ganz gerne lieber sowas wie Apfel, Pfirsich oder sowas. Zum Mixen. Für den nächsten. Verkauft man das alles bei. Abgesehen jetzt von dem.
Abgesehen von dem Saatgut verkaufen wir vielleicht alles bei Wann. Wie viel Geld habe ich denn? 24. Eigentlich 60.000. Weil ich mein Geld noch nicht bekommen habe. Takakura war anscheinend noch nicht in der Stadt und hat meinen Kram verkauft. Aber wir können ja gleich mal gucken, wie viel ich kriegen würde. Ah, seht ihr, jetzt hätten wir auch noch ein, was ich vergessen habe. Ich habe ja noch in dem einem, in der einen Box ja noch Kraut rumfliegen. Und Fische. Die könnten wir ja dann auch verkaufen. Wieso sind die denn auf einmal jetzt groß? Schüttel deinen Speck. Runter hier damit. So. Jetzt sind die hier aber auch wieder groß, ne? Können die jetzt auf einmal so groß werden? Die haben so Wachstumsschübe, da die verstehe ich manchmal nicht. Und gucken wir mal, was jetzt die einzelnen Sachen so kosten würden. Das ist damit. Komm, setz dich nochmal drauf! Shit. Okay, dafür würde ich 230 kriegen, dafür nur 220. Also da die Früchte verkaufen, bringt mir mehr als das Saatgut. Für 150 nur 100. 110? 150. Ja, dann lohnt sich das ja gar nicht. Dann verkaufe ich doch lieber die Feldfrüchte. Hat sie sich jetzt hier drauf gesetzt? Donald? Sei mal ein Schatz. Und setz dich mal auf das Ei und befruchte es. Fand er jetzt anscheinend nicht so toll. Nee, gar nicht. Ich glaube, die wollte ich für Dings behalten, ne? Aber das kann weg. Reinspaziert! Ich hab geöffnet. Ja, das sehe ich. Ja, kommt und inspiziert meine Ware. Ich bin unterwegs. Aber vorher nehme ich von Takakura noch das Geld, was er mir, was ich von ihm krieg. Mal sehen, wann das Gebäude kommt. Das neue Gebäude, was ich hier in Auftrag gegeben habe. Okay. Willkommen in meinem bescheidenen Geschäft. Was kann ich für dich tun? Ich möchte was verkaufen. Was hast du denn anzubieten? Mehr als du. Also ein bisschen schade. Ich krieg halt nicht... ja, klingt gut. Klar, ich könnte das mit dem auch noch so ein bisschen verhandeln, aber ich habe keine Lust. Schade, ich hätte wirklich gedacht, die Samen bringen mehr, wenn ich das mache, aber anscheinend nicht. Jedenfalls nicht in diesem Teil Part. 84. Oh yeah. Ich möchte was kaufen. So.
Funko. Ja, 88.000 haben wir jetzt. Mal gucken, was er anbietet. Mal gucken. Goldhacke. Goldsichel, Goldgießkanne. Nee. Den Teddybären, den ich ganz gern hätte, aber nicht für 1 Million. Ich weiß nicht, ob ich unbedingt jetzt die Goldsachen brauche. Ja doch, komm, wir kaufen die Goldgießkanne. Ich hab denn immer noch genug. Gib her. Darf es sonst noch was sein? Nee. Nee. Aber ich müsste... Der ist gar nicht in seinem Laden drin. Schade. Der ist gar nicht in seinem Laden drin. Mine kann ich auch nicht. Ach, da wäre noch Blümchen gewesen, oder? Dann hätten wir noch Blümchen geben können, verkaufen können hier, die paar. Aber die behalten wir einfach für nächsten Mal. Dieses Gepiepe finde ich manchmal ein bisschen anstrengend, weil ich nicht weiß, wie man das so abstellen kann. Ich weiß, das kommt halt von... Wahrscheinlich von Devil's House, aber was soll's. Ey, was geht? Macht das Beste aus dem Tag. Das Feuerwerkfestival war der Wahnsinn. Stell dir mal vor, wir könnten uns jeden Tag Feuerwerk anschauen. Dann würde die Party nie enden. Was geht? Wäre das nicht krank? Was stimmt mit dem Typen nicht? Guten Tag. Puh, ist das heiß, ja. Wem sagst du das? Hi. Hallihallö, Hallöchen. Ich kann nur Obst und Gemüse und Samen essen, verstehst du? Wenn es nach mir ginge, würde ich jeden Tag Feinschmeckergerichte essen. Aber mein Bauch kommt mit dem Essen der Menschen nicht klar. Oh, willst du weiterquatschen? Ja. Also willst du weiterquatschen? Vollkommen okay. Nee, das mit den Blumen weiß ich. Die verändern die Farbe und die Qualität und sowas. Nein, jetzt habe ich's. Oh, jetzt habe ich's verdrückt. Ja. Also, wenn du mit einer Steckbeere, ich schreibe mir das jetzt mal auf, Steckbeere und Tokaro für das. Steckbeere mal Tokaro, also Tomate und Karotte, ne? Ja, ich werde denn was Neues. Versuch's mal. Nee, das mit Steckbeere habe ich gerade. Habe ich schon aufgeschrieben. Also. Na, endlich. So, ich möchte ganz gern das. Adi, hopp. Und? Schmeckt's? Scheint gut zu sein. Die ist lila. Tomabeere. Frühlingherbst. Ha, ich wusste es. Die Tomabeere. Ich habe jetzt extra 20 gekauft, einfach weil ich mir vorstellen kann, dass so bestimmt das ein oder andere Schmier so daneben geht. Ja gut, dann wissen wir aber jetzt gleich... Beziehungsweise, ne? Da habe ich ganz normal Tomatensamen jetzt rausgekriegt. Dann wissen wir ja im Prinzip, was wir denn als nächstes kreuzen im Herbst. Und zwar die beiden, damit wir das denn mal kreuzen können.
Nicht nur, dass wir das dann anbauen, sondern halt dann auch mal die zwei Samen kreuzen. Ja, das wird dann aber auch wieder so ein Ding, ne? Da muss ich jetzt erstmal 18 Stück dann von den einzelnen Sachen da kreuzen und dann muss ich die nochmal kreuzen, damit ich davon nochmal 9 Stück oder 18 Stück habe. Das wird ein Kampf. Und deshalb war ja auch immer mal was dazwischen gehen, daneben gehen kann, wie ihr seht. Ich habe jetzt noch 7 Erdbeersamen. Das muss funktionieren. Weil man muss ja auch immer so mit Fehlern rechnen, wie jetzt zum Beispiel. Und schon wieder Tomate. Also 15. Eventuell. Ah, okay, jetzt habe ich wenigstens 16. Ich will trotzdem noch mal ein bisschen kreuzen. Und zwar die zwei. Alle hopp. Und? Schmeckt's? Scheint zu schmecken. Okay. Das sieht irgendwie anders aus. Sehen mir nach Süßkartoffeln aus. Plant sie besser im Frühling, Sommer? Ach nee, echt jetzt? Ich dachte, dass so wenigstens aufgrund der Sachen hier, aufgrund der Süßkartoffeln, dass ich die im Herbst pflanzen kann. Ja, ich weiß, das Kreuzen ist jetzt wahrscheinlich nicht so interessant, aber gehört leider dazu. Ah, jetzt hat sie nur Wassermelone gekreuzt, okay. Muss ich halt Süßkartoffeln nachkaufen. Gegebenenfalls, außer das zieht jetzt hier voll durch mit den 8. Nee. Also wenn... Na gut, ich könnte jetzt trotzdem noch, ne? Aber so viel Glück habe ich natürlich nicht. Warum auch? Vielleicht machen wir das auch so, dass wir eine Saison vielleicht einfach nur die Steckbeeren zum Beispiel kreuzen, so dass ich 36 oder so eine schöne Anzahl davon habe, so dass dann auch was daneben gehen kann. Aber Süßkartoffel, ne? Es sieht halt aus wie eine Wassermelone. Eine schlecht gewordene Wassermelone. Nee, danke. So, wie viele Kartoffeln habe ich denn? Also ich brauche noch 3 Süßkartoffeln. Nee, Quatsch, so. Und 4, was hatte ich da? Erdbeeren. Ich würde ganz gern was essen, aber ich kann nicht. Wahrscheinlich kann ich jetzt auch nichts kaufen. Oder? Nee. Weil keiner da ist. Gasthaus 7 Schläfer, Tomaten, 2 Kisten, Kaffee, Hüttensänger, Kartoffeln, 1 Kiste ist im Notizblatt vermerkt. Versand nach, okay.
Aber ist auch keiner hier irgendwie so, ne? Na gut, müssen wir dann halt am nächsten Tag machen. Ich glaube nicht, dass ich bei denen was kaufen kann. Hey, laute Feier mit vielen Menschen finde ich schrecklich, aber dieses Feuerwerkshow ist gar nicht so schlecht. Bei einem Feuerwerk verteilen sich die Leute und jeder kann es für sich genießen. So sieht's aus. Ach Mann, ist das ärgerlich. Oh, keiner hat sich da auf das Ei gesetzt, ne? Ach, reg dich nicht auf. Reg dich nicht auf. Immer diese Aufregung von den Hühnern. Dabei setze ich die ja nur hoch. Da ist mein Entenküken. Oh, ich hätte ganz gern noch einen Entenküken. Niki sieht gesund und zufrieden aus, aber ich glaube, man kann keine Enten kaufen. Was ein bisschen schade ist. Ich finde, sobald man die freigeschaltet hat, sollte man auch Enten kaufen können. Meine Einrichtung ist ja noch gar nicht da. Ist jetzt eigentlich... Nee, der schlendert da noch auf dem Dings rum. Die Verarbeitungshütte kann ich auch noch nicht bauen. Beziehungsweise in Betrieb nehmen, so rum. Ah, meine Pfirsiche und Orangen habe ich jetzt abgeerntet. Hier kann ich anscheinend noch ein bisschen was ernten. Aber meine Trauben sind auch durch. Vielleicht sollte ich mal baden gehen. Baden und duschen. Oder beziehungsweise baden und einmal auf die Toilette. Energie gebracht? Nee, nicht wirklich. Schade. Und keine Energie für mich. Ja, das hat doch ein bisschen Energie gebracht. Ja, das heißt ein bisschen ganz schön, ne? Ist jetzt vielleicht jemand auf der Farm, den ich nicht anschmarotzen möchte, das will ich nicht sagen, aber den ich, bei dem ich was kaufen könnte. Ist Cecilia vielleicht da? Oder Vesta? Nee. Na gut. Aber ich bin müde, ich habe Hunger. Eine typische Prinzessin. Geh mal ins Café in der Hoffnung, dass ich da wenigstens was zu essen holen kann. Also die Verarbeitungshütte braucht echt lange, ne? Haben wir die erst am letzten Tag im Herbst einen Auftrag gegeben? Und ob ich möchte ganz gerne was bestellen. Und ob. Dann nehme ich noch einen Kuchen. Es gibt jetzt vom Messner tatsächlich den Tee französische Pflaume. Habe ich mir natürlich gekauft. Weil ich liebe ja diese Ländertees, ne? Ey, die finde ich mega. Bin ich ganz viel zu. Wie? Bin ich jetzt komplett satt, dass ich nichts mehr bei dem kaufen darf? Oder. Nee, aber meine Energie ist anscheinend so voll, dass ich nichts mehr kaufen darf. Und zum Beispiel italienische Limone finde ich total lecker. Spanische Orange ist jetzt leider nicht so meins. Trinke ich auch, ne? So ist es nicht. Aber ich muss dazu sagen, ich finde, der Orangengeschmack ist mir leider ein bisschen zu lasch.
ehrlich gesagt. Und, ja. Aber sowas wie italienische Limone zum Beispiel. Oh. Mega. Na gut, dann werden wir die restlichen Kreuzungen wahrscheinlich dann später mal machen. Ah, das mit den Eiern finde ich jetzt ein bisschen blöd, dass das jetzt nicht so funktioniert hat, wie ich mir das wünsche. Aber okay, was willst du machen? So. Was hatte ich gesagt? Süßkartoffeln, ne? Das wäre dann alles. Ach, der schließt jetzt. Dann gucken wir mal. Gießkanne füllen, bitte. Und dann schauen wir mal, was ich so alles gießen kann. Der gießt einmal das komplette Feld. Okay. Nice, also das bringt auf jeden Fall was. Gießkannenverbesserung. Komm, da hängt da noch eine. Schön. Was wir machen könnten, wäre... Das können wir auch im nächsten Part machen. Beziehungsweise am nächsten Tag. Immer schlafen. Ganz viele Sebastians. Hi. Und es scheint die Sonne und es ist nichts geplant. Also langsam aber sicher könnte mal der Verarbeitungsraum mal vonstatten gehen hier. So gesehen kümmere ich mich nur um die Kühe, ne? Also so ein bisschen um die Schafe oder so. Die werden alle irgendwie so voll stiefmütterlich behandelt. Aber die machen es ja irgendwie auch so von alleine schon. Die geben ja auch nur alle 3 Tage oder so. Wolle, während ja die Kühe täglich Milch geben. Habt ihr denn schon einen Namen für unser neues Lämpchen denn? Weil ich gehe davon aus, das wird noch im Stream kommen. Habe ich jetzt genug? Normale Milch. Marmormilch? Biebenmilch? Sternmilch. Wo ist meine braune? Ich habe die braune noch nicht. Die ist da hinten. Die ist ja da hinten. Ach nee, ich wollte jetzt schon wieder wegspringen, aber ich wollte ja vorher noch zu meinem Käfchen. Muss ja auf jeden Fall gefüttert werden. Die Annika, ne? Wir wollen ja nicht das... Ach. Annika wird wahrscheinlich bald gebären. Das freut mich. Nee, dann brauchen wir ja noch einen Namen für das Lämpchen. So, ich sehe schon. Eine... Feldfrüchte werden langsam. Ach, guck mal, wie wenig Energie ich jetzt verbrauche. Durch das Ganze. Voll gut. Meine Tomaten blühen jetzt.
Und da ich erst um 10 in die Mine kann, vorher noch nicht, gucke ich mal, ob ich da irgendwie einen kriege. So, was brauchte ich jetzt nochmal? 4 Erdbeeren und 3 Süßkartoffeln. Hey, 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 bleib mal hier. Hey, puh, ist es schwierig hier zum Einkaufen, aber klar. 4 Erdbeeren. Natürlich. Bist du fertig mit dem Einkaufen? Noch nicht. Und 3 Süßkartoffeln. So rum. Jetzt bin ich fertig. Und dann wollte ich nochmal in den Kühlschrank gucken. Ich hoffe, ich kann Frucht und Samen mixen und muss nicht extra auf den Samen warten. Das klingt ein bisschen falsch, ich weiß, aber ihr wisst, was ich meine. So. Ich möchte ganz gerne... noch einen Baum züchten. Apfel, Pfirsich vielleicht. Ich habe jetzt hier Traube Orange. Könnte ich Traube Banane so rum. Könnte ich entweder Orange Apfel oder Apfel Pfirsich. Was finde ich geiler? Hier, nehmen wir davon. Ich glaube, ich kann noch 2, ne? Lass mich nur mal kurz ran, Kind. So, jetzt habe ich einen Denkfehler drin, ne? Also, ich wollte jetzt den Apfel Pfirsich mit den... Versuch mal. Versuch mal, klug. Jetzt nicht, jetzt muss ich nochmal kurz machen. Also die kommen zusammen. Ne, dann wird daraus was. Dann kommen die zusammen. Hier Traubenbanane mit dem Apfelpfirsich. Und Traubenorange mit Pfirsichbananen. Mal sehen, vielleicht kommt ja was raus. Hallihallo, was machst du so? Oh, meine Güte. Vollkommen in Ordnung. Genau, erstmal kreuzen wir das, was wir eh schon kreuzen wollen, zweimal. Und nochmal bitte. Ich meine, die Kreuzung muss nur einmal stimmen. Hier muss die Kreuzung auch nur noch einmal stimmen. Dann haben wir da auch 80. Yes. Probieren wir unser Glück, ob das so funktioniert. Und? Da kommt was Neues raus. Was kriege ich? Trauben Pfirsich. Okay. Trauben Pfirsich. Oder? Trauben Pfirsich, würde ich sagen. Eine Firange. Ich will aber keine Firange. Ach Mann.
Welche Obstsorten habe ich denn jetzt noch nicht gekreuzt? Erstmal wieder die Sorten rein, die auch da rein gehören. Ich esse schon eine Firange? Banane habe ich. Ach, das ist doch ärgerlich. Das Einzige, was Neues ist, der Traubtisch. Schade. Du kommst rein, du kommst rein. Ich kann das schon mal ein bisschen wieder sortiert werden. Du kommst rein. Und ihr werdet verkauft einfach, weil ich es kann. Und die Firange werden wir mal einpflanzen. Da fällt, sehe ich gerade. Da habe ich jetzt das Feld noch geclaimt. Kommt das so hin? Ja. Na gut, die muss ich dann halt hier wegnehmen, ne? Das ist klar. Schade, was hatten wir denn noch so für Pflanzen? Das müssen wir uns mal überlegen. Was für Bäume wir noch kreuzen könnten. Die ich noch nicht gekreuzt habe. Natürlich helfe ich dir. Ich will den ganzen Loot haben. Das ist aber doch was Neues, oder? Ist das sowas, ein Igel? Nee. Das war das andere Merkwürdige. Ah, ich finde es schön, wie einfach die Mine immer größer wird. Das gut, also das Gute bei den Schafen ist, dass sie ja im Prinzip auch Wolle geben, selbst wenn es ein Männchen ist. Das heißt, bei den Schafen kann man wenigstens auch die Kerle benutzen. Einen schönen Edelstein gefunden. Eine alte Münze gefunden. Hier ist die nächste alte Münze. Ich werde das vielleicht so machen, dass ich dann die Steckbeere dann wahrscheinlich im Winter dann züchte. Und die Tokaro dann vielleicht im Frühling. Dass ich dann so 50 Mal Steckrüben und 50 Mal so von jedem kaufe. Und dann wird über die Jahreszeit dann halt einfach nur das gekreuzt. Bis ich 8 für die 18 für die reguläre Saat habe und dann ein paar mehr für das nächste Kreuzen. Weil ich weiß nicht, ich habe dann so den Anspruch, wenigstens einmal 18 Stück davon gesät zu haben. Oder geerntet zu haben, damit ich da mal was habe. Vielleicht kommt ja was richtig Cooles raus halt einfach, ne? Man weiß es ja nicht.
Und wieder was Merkwürdiges. Dass sie dafür aber auch keine Bezeichnung haben. So was Merkwürdiges. Das sieht noch was Goldenem aus. Das ist sehr gut. Gold ist immer gut. Und wie geht's euch so im Chat so? Mich so an, als würde ich da irgendwas Gefährliches ausbuddeln. Da hat er ganz genau drauf geguckt, was ich da ausbuddel. Das war schon ein bisschen unheimlich hier. Das ist nicht in Ordnung. Mich ja krank. Komm schon. Dann halt nicht. Dann halt nicht. Ah, jetzt langsam. Langsam wird ein Schuh raus. Oh, und wir haben nur noch eine Stunde. Um 17 Uhr schmeißt er mich ja wieder raus. Und nochmal einen schönen Edelstein gefunden. Sowas haben wir noch gerne, so schöne Edelsteine. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich finde das gerade mega entspannend. Das ist so wie, ich mag ja auch dieses Geräusch bei Stardew Valley, wenn du in eine Mine gehst und Steine klopfst. Der Sound davon finde ich irgendwie mega entspannt. Ich könnte da so stundenlang einfach da sitzen, mir dieses Geräusch anhören und nebenbei lesen, weil es irgendwie so meditativ ist. Das ist wie so Hausflipper spielen. Das ist auch so ein bisschen so. Da wirst du Zen bei. Ein weiterer produktiver Arbeitsgrabungstag. Für mich zwar. Für dich nicht, aber das tut mir leid. Nimm deine Fundstücke gern mit. Aber sicher das. Was, wo sind denn die roten Blümchen? Keine roten Blümchen hier. Ach, ich finde das schön, wie das Kind einfach so selbstverständlich hier durch die Gegend rumrennt. Hey, Mama Maika. Ja, hi. Wenn ich mit den Armen rudere, kann ich richtig schnell rennen. Ja, du bist ja auch so ein kleiner Ninja. Könnt ihr euch noch erinnern, als er noch ganz klein war? So im zweiten Jahr. Da ist er rumgelaufen wie so ein kleiner Ninja und ich habe noch gesagt, ey, den hätten wir Naruto nennen sollen. Jetzt tut er das nicht mehr. Ach, die werden immer so schnell groß.
Ich muss sagen, ich finde das so cool, dass dann halt das Kind wirklich so Sprünge macht. Das macht das schon ziemlich gut. Ich frage mich denn auch, ob die Kleine jetzt hier... Hallo? Hier lässt es sich wunderbar leben. Ja, ich meine hier die Kleine hier. Kate. Ob die nächstes Jahr auch älter wird. So wie, Justus? Nee, der heißt nicht Justus, ne? Wie heißt der denn? Ihr wisst doch, wen ich meine. Hier der Bubi. Sally. Fuck. Hang? Fuck. Huge? Ich weiß nicht, wie er ausgesprochen wird. Aber der hier. Ob denn Kate auch so einen Sprung macht oder ob Kate zu klein bleibt. Eigentlich müsste sie ja auch wachsen, ne? Devil. Also in Springszene immer noch schlecht, ne? Das ist so krass. Hi. Oh, hallo. Mir muss irgendwas einfallen. Ach komm schon, Gehirn. Denk nach. Mach's wie Winnie Pooh. Klopf dir auf die Stirn und sag, denk, 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 denk. Und ich bin in die falsche Richtung gelaufen. Wollt hier rein. Lasst mich noch mal gucken, was ich denn da so Schönes habe. Kennt ihr das? Kennt ihr das von Winnie Pooh? So dieses denk, 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 denk. Fand ich als Kind immer großartig. Hat bei mir nie viel gebracht, aber das ist egal. Also einfach, ich mochte es immer, wenn er gesagt hat, so denk, 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 denk. Oh, ich habe aber nicht viel gekriegt, du. Geflügel in den Stall rufen. Ich hier noch irgendwas rum. Ja, gestern habe ich leider ein bisschen weniger Geld gekriegt, weil ich einfach das verpasst habe. Aber schön. Frag mich, wie lange der Verarbeitungsraum braucht und was ich da denn alles machen kann, ob ich denn... Ich kann mir vorstellen, dass das Spiel dann sagt, ja, so bevor du den jetzt aber nutzen kannst, musst du noch diese Gerätschaften erst kaufen. Und vorher wird das nichts. Ich kann mir das vorstellen, dass das Spiel das dann so sagt, aber... Also ich komme in der Ladung schon ziemlich weit, ne? Na komm, gib mir das eine Pflänzchen noch hier. Was? Da sind immer noch welche dran? Als ob. Ah, lol. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Aber gut. Weil die fand ich jetzt so ein bisschen Geldverschwendung. Dann kann ich das Ganze auch selber sehen. Ah ne, meine Traurangen nehme ich nochmal raus, weil ich brauche die, glaube ich, noch für den Kühlschrank. Ja, 5000 immerhin. Event. Hey, Mama Maika. Joha. Du liebst Mama Molly doch bestimmt richtig doll, oder? Ja. Ich frage, weil ich Fernsehen geschaut habe und in einer Sendung hat jemand gesagt, ich liebe dich vom ganzen Herzen. Ich will eine Familie mit dir gründen. Aber natürlich liebe ich Mama Molly. Hatte ich also doch recht. Wie schön, dass du da bist, dass du wieder da bist, Pipo. Hey Mama Molly, sag mal, liebst du eigentlich Mama Maika? Also so richtig doll. Meine Güte, was hast du denn nur für Flausen im Kopf? Natürlich liebe ich Mama Maika. Hurra, und was magst du ihr am liebsten? Sag schon, sag schon. Ach, an ihr gibt es so viel zu lieben. Meine Ausstrahlung, meine Persönlichkeit, mein Körper. Aber eine Dame spricht nicht über solche Dinge.
Jedenfalls war es ein sehr langer Tag. Ich sollte mir ein Bad einlassen, bevor es zu spät wird. Warte, ich komme mit. Ich gehe wirklich mit. Hey, hey, bleib hier, Mama Molly. Gehen wir jetzt alle baden? Ich meine, so Gruppenbaden ist auch vollkommen in Ordnung. Ich meine, kann ich mitleben? Was hab ich? Steckbeere. Ich hab doch schon mal Steckbeere. Hast du auch eine Tokaro? Tatsächlich. Ja, das gucken wir uns jetzt mal an. Sorry, aber das müssen wir uns jetzt echt mal angucken. Banane, Apfel, Traube, Banane, Orange, Apfel, Pfirsich, Banane. Pfirsich, Apfel. Ich glaube, ich habe keinen Apfeltraube, ne? Lass mich mal durch! Danke. Hoffen wir mal, dass da was jetzt bei rumkommt. Hallihallo, der Tag ist rum. Um was geht's? Sag mir. Okaro und eine Steckbeere. Aber der mag doch gar keine Karotten. Ich kriege eine Fußballmelone. Aber hallo, da habe ich ja was ganz Seltenes kreiert. Solche habe ich noch nie gesehen. Gib der Pflanze doch einen Namen, Maika. Wie soll die Nutzpflanze heißen? Nutzpflanze 58. Leute, wir brauchen einen Namen. FIFA. FIFA 23. Leute, wir brauchen einen Namen. Für diese Pflanze, die aussieht wie ein Fußball. Ich nenne die jetzt Skinner, weil Skinner bei mir im Chat grün angezeigt wird. Und er ist auch ein sehr seltenes Exemplar. Willst du noch was anderes kreuzen? Nö. Aber wann kann ich die denn anpflanzen? Wächst von Frühling bis Sommer. Aha, aha, aha. Ja, okay. Dann würde ich mal sagen, wissen wir ja, was wir nächstes Jahr machen. Gut, ich gehe dann mal jetzt schlafen. Oh, Schäfchen zählen. Und ich sag auf jeden Fall Dankeschön fürs Zusehen. Gute Nachrichten. Ich glaube, mein Verarbeitungsräumchen ist fertig. Das schauen wir uns aber im nächsten Part an. Ich sag auf jeden Fall Dankeschön fürs Zusehen. Auf Wiedersehen und bye bye.